Wir sagen Lebwohl zu unserem Sohn und Mitschüler. Eine Blume, die nie hätte gepflanzt werden dürfen, kehrt zurück in die Erde. Ruhe in Frieden. Drehbuchautorin Elena von Sauken hatte am Anfang ein Bild im Kopf von einem Jungen, der sein Leben satt hat, sich in den Kopf schießt und dann im Hospital aufwacht statt im Himmel. Was dann folgt, ist keine Depri-Story, sondern eine feine Komödie mit Witz, Melancholie und schwarzem Humor. Ich dachte, du wärst tot! Nein. Mike ist 16. In dem Alter sind Jungs nun mal wild. Das Wichtigste ist, dass du ein Ziel vor Augen hast. Das hab ich. Und wenn du nur fest genug daran glaubst, dann wird Jesus das ebenfalls tun. Coconut Hero ist die Geschichte eines 16-jährigen Jungen, der weiß und schlaksig und dummerweise Mike Tyson heißt und der hoch oben im Norden von Kanada umringt von 400 Kilometern nur Wald sitzt und das Leben relativ langweilig findet, sich mal wieder beschließt, in den Kopf zu schießen, dummerweise überlebt, im Krankenhaus festgestellt wird, dass er einen Tumor hat im Kopf, was aus seiner Sicht natürlich großartig ist, und er hat sein Ticket to Hell und klaut seine Unterlagen und entspannt sich zum ersten Mal in seinem Leben, weil er weiß, er wird sterben. Du hast einen Tumor. Wow. Entweder hat Jesus heutzutage nicht besonders viel zu tun, oder er ist einfach gottverdammt schnell. Leider hat sich das schon jemand ausgesucht. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ich suche einen Kuss. Den für neuen Lebensmut? Woher weißt du das? Nur geraten. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist was mit meinem Gesicht? Nein, dein Gesicht ist okay. Aber du musst Haare schneiden. Was? Die Vorfreude auf den Tod macht ihn mutig und erfindungsreich. Den Jungs, die ihn hänseln, haut er hart auf die Nase, vom Unterricht suspendiert, schaut er sich Särge an und klaut Holzlatten, um sich selbst eine Kiste zu basteln. Macht Probeliegen auf dem Friedhof. Das könnte ein guter Trick sein, um Mädchen aufzureißen. Naja, man erzählt ihnen, man braucht ihr Auto, aber kann nicht fahren. Die Sache mit den Brettern würde ich weglassen. Zu anstrengend. Da stehen Mädchen nicht so drauf. Doch dann weckt die bezaubernde Miranda ganz unbekannte Gefühle in ihm. Plötzlich scheint das Leben schön, auch wenn das unerbittliche Schicksal zum Schlag ausholt. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an mich. Ich bin Frank, dein Vater. Verschwinde aus meinem Haus. Schon weg. Vergiss ihn einfach. Manche haben einen Vater, manche nicht. Mach diese Operation! Durch die Fenster springen kannst du dann immer noch. Und wohin fahren wir? Weg. Angenommen, jemand glaubt ganz fest an was, bekommt aber plötzlich Zweifel. Was soll er tun? Glaube an deinen eigenen Weg. Das ist der richtige. Was würdest du sagen, wenn ich sterben würde? Ich mag dich, Mike Tyson. Aber du hast eine Schraube locker. Das weißt du, oder? Klar.